Servus und herzlich willkommen bei Farming Simulator Tech. Wie ihr schon wisst, kommt im Herbst der FS22 heraus für PC und Konsole. Nämlich genau auf PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X und S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Also, Giants macht einen riesigen Sprung nach vorne, den Teaser werdet ihr sicher schon kennen. Da fliegt die Kappe einfach einmal durch und auf einmal ist auf diesem Auto Schnee. Und somit kommen wir zum ersten Teil, nämlich Seasons wird fix eingebaut. Finde ich ehrlich gesagt eine gute Sache. Es kommt nur darauf an, ob man das dann ausschalten kann oder selber auswählen kann, wie viel oder beziehungsweise wie lange das eine Jahreszeit dauert. Oder ob man sogar eine Jahreszeit komplett wegschalten kann, weil zum Beispiel in Südamerika, da gibt es ja nicht wirklich Schnee beziehungsweise Winter. Gut. Ja, zwei brandneue Karten sowie die Erlengrad kommen auch. Dann 400 Maschinen, 100 authentische Landwirtschaftsmarken. Ich finde das wirklich sehr interessant. Beziehungsweise ich bin gespannt, welche noch dazu kommen würden oder kommen. Gut, dann sehen wir auch mit dann die Bilder. Und New Holland ist wieder mal vorne dabei. Dann der LS22 basiert auf der Giants Engine 9 und bekommt eine Vielzahl an Verbesserungen, darunter einen realistischen KI Helfer, sagen wir so, und eine authentischere Spielwelt. Ein Beispiel der Nachhall von Motoren, zum Beispiel wenn du jetzt einen Grupper in der Höhe hast, behält sich der Motor anders als wenn er im Boden drinnen ist. Finde ich wirklich eine gute Idee, ist mal auf jeden Fall was Neues und Interessantes. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der Performance. DirectX 12 wird unterstützt, Multithreading Optimierung und ich hoffe, Giants geht nicht mehr auf einen Kern bzw. zwei Threads, sondern auf 8 Threads bzw. 4 Kerne, damit wird der ganze Spielverlauf etwas flüssiger und ich würde ehrlich sagen, dass wird allmählich Zeit, weil momentan läuft das ganze Spiel auf 2 Threads bzw. einem Kern, wenn man einen CPU mit Hyperthreading hat. Dann Textur Streaming. Das heißt sozusagen, dass in die Grafikkarte, ich habe mir das vorher schon nämlich gegoogelt, quasi die Texturen geladen werden, die momentan gebraucht werden. Aber wenn sie nicht mehr geladen werden, werden sie wieder von der Grafikkarte vom Speicher gelöscht. Wird sicher sehr interessant werden damit. Vor allem wird man sicher performantere Grafikkarten brauchen. Ich schätze, sie werden oder man wird Minimum eine 4 GB Grafikkarte brauchen. Minimum. Natürlich werden 6 GB optimal. Dann Occlusion
Culling, dass ich es rausbringe, ist quasi das, was man nicht sieht, wird auch nicht berechnet. Das soll das heißen, das temporäres Anti-Aliasing. Und natürlich werden auch weitere Optimierungen hinzugefügt. Natürlich für einen Performance-Schub. Gut. Natürlich auch auf allen Systemen, um noch komplexere Mod-Anpassungen vorzunehmen. Und natürlich auch die Grenzen der Last-Gen-Konsolen richtig auszureißen und mehr Inhalte durch effizientere Slot-Nutzung darzustellen. Das ist hauptsächlich für Konsolen wichtig. Aber das ist noch nicht alles. Wie man bei den Kühen sieht, werden sogar die auch etwas optimiert und ehrlich gesagt viel realistischer, finde ich, dargestellt. So, dann kommen wir weiter zu den Bildern. Und ich habe mir die ganzen Bilder schon etwas angesehen. Die Bäume werden auch etwas verändert. Und die ganze Textur natürlich auch. Und das, was man da hinten sieht, das ist wirklich tiefschwarz. Und ich finde das wirklich sehr interessant. Ich schätze, die Bilder könnten von einer der neuen Karten sein. Könnten. Muss nicht sein. Gut, natürlich ist auch dann, ich hoffe, man sieht das, Kuhn mit dabei, Miss Ferguson. Ja, und hier hinten sieht man, beziehungsweise, ich glaube, das ist ein kleiner Fehler, aber gut. Ja. Wie gesagt, tiefschwarz, finde ich, schaut wirklich gut aus. Natürlich, Fendt ist auch dabei. Und bei diesem Bild sieht man auch, die Einschub- oder Einzuganimation wird sich ändern. Und ehrlich gesagt, realistischer dargestellt. Und hier sieht man auch die Fahrspuren und... Eines sieht man noch, die Stängel, die noch da stehen, die stehen nicht in einer Linie bzw. ganz gerade, sondern stehen einmal links, einmal rechts. Ich finde das wirklich sehr interessant. Dann Grupper. Das erste, was auffällt, hinter dem Grupper sieht man noch die ganzen Strohhalme. Ist auch wieder was Neues, das heißt wieder eine neue Textur. Und natürlich John Deere ist natürlich auch dabei. Und das Ganze, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Und ich bin wirklich gespannt darauf. Weiters in puncto Performance. Also es werden natürlich wahrscheinlich ein paar einen neuen PC brauchen, beziehungsweise einen gebrauchten. Und was ich vorher gesagt habe in puncto, wo haben wir das? Darauf möchte ich dann noch ein bisschen genau eingehen, jetzt finde ich es nicht mehr. Ja, Seasons. Dann ja, Multithreading-Optimierung. Ich finde, das wird wirklich schon langsam Zeit, weil nur mit einem Kern oder sagen wir so zwei Threads ist es wirklich sehr begrenzt. Weil dann kann man zum Beispiel den neuesten und besten CPU haben. Und zum Beispiel auf der Italy hat man trotzdem nur 30 FPS. Zum Beispiel. Natürlich mit Multithreading, damit das, sagen wir, ich hoffe, dass 4 Kerne unterstützt werden, beziehungsweise 4 Kerne mit Hyperthreading, das wäre dann
ein geschätzter Performance Boost von den FPS her, was ich so momentan sagen kann, von, naja, weit über den 60 FPS. Gut, das restliche Textur Streaming und Occlusion Culling wird auch sehr interessant werden. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf. Natürlich, wenn was Neues kommt, werde ich euch auf den Laufenden halten. Und wenn, dann ist es leider so, dadurch, dass ich auch noch kein Chance-Partner bin, weil ich noch zu klein dafür bin, bekomme ich erst die Infos, wenn sie Chance auch auf ihrer Webseite erst, wie soll ich sagen, hineinstellen. Und natürlich hilft mir jedes Abo dabei, euch immer bessere und vor allem frühzeitig Videos zum Bringen, zum Herstellen und euch immer die neuesten Infos vom LS zu bringen. Also, das heißt, nicht vergessen, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.